So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke, das ist der Adi. Adi Schatz, guck mal, alles Gute. Der Adi hat Hunger, der will Frühstück machen und deswegen wollen wir mal ganz kurz noch das Unboxing machen. Sonst ist er nämlich nicht mehr hier. Sonst ist er nämlich abgelenkt, wollte ich sagen. Was mich total überrascht hat, die neue WrestleCrate UK Box ist schon da. Normal machen die das am Anfang des Monats, für den Monat davor. Ich hätte also jetzt ab 1. Januar dann irgendwann damit gerechnet. Die kam aber jetzt schon vor dem 24. an. Ich mache das ja dann immer so, dass ich das am Mittwoch hochlade, wenn sowieso abends Wrestling kommt und wenn 18 Uhr die Raid Mania ist, dass das dazu passt. Also nehme ich das jetzt am Dienstag auf für morgen den Mittwoch. Ihr wisst, WrestleCrate UK sieht dann hier immer so aus, ne? Sieht diese Box, ne? Als Wrestling-Fan hier das perfekte Unboxing. Wir haben ja diesen Karton alleine schon vorgestellt, wie genial der ist, wie toll der aussieht. Und wir wollen jetzt nicht lang fackeln, wir wollen einfach mal reingucken, was da dieses Mal drin ist. Es wird normalerweise immer ein T-Shirt angekündigt und geteased. Das hier war das T-Shirt, was beim letzten Mal drin war, vom Malakai Black. Beziehungsweise hieß der Aleister Black vorher in der WWE, ist ja jetzt bei AEW als Malakai Black. Ja, hier habt ihr Füße, das sieht auch gut aus. Ein, was war angekündigt, das wohl ein Item von Rowdy Roddy Piper, dem Hot Rod. Rowdy Poppy Rod. Egal. Ob das das boxige T-Shirt beeinflusst, weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch was anderes. So. Das ist es. Das. Nein! Das T-Shirt ist auf jeden Fall nicht vom Hot Rod Rowdy Roddy Piper. Es muss was anderes sein. Also gucken wir erstmal hier rein. Oha. Hier haben wir wieder einmal Ignite Wrestling PivotShare.com. Enjoy a month of free trial with Coupon Code Ignite. Da könnt ihr auf der Ignite Wrestling Seite einen Monat lang kostenlos euch irgendwelche komischen Dudes mit komischen Girls daneben angucken, wie die sich da rumrekeln. Habe ich noch nie eingelöst, ne? Start Streaming over 1200 Hours of Wrestling Content. Das ist auf jeden Fall für Wrestling-Fans was ganz Besonderes. Achso, mehr steht ja auch nicht da, also. Hey, da kann ja jeder einfach jetzt auf die Seite. Ignite Wrestling PivotShare.com und Ignite eingeben als Code, damit er das, da kommt man ja auch ohne so eine Karte drauf, dass man das vielleicht eingibt und dann vielleicht was davon hat. Dann habe ich hier wieder, ist eine DVD drin. Eine DVD diesmal, Simply Phenomenal, ne? The Best of AJ Styles, The Early Years. Ihr kennt doch bestimmt alle AJ Styles, der mit der Fußballfrisur, mit der Fußball-Mutti-Frisur, der jetzt mit dem Omos immer reingekommen ist, die sich jetzt auch irgendwie in die Haare bekommen und rumstreiten. Und hier sind Kämpfe von 2003 drin und 2002 gegen A-Steel, gegen, was heißt das, Jody Bodyfleisch, Colt Cabana, Chris Sabin, Ron Killings, Christopher Daniels aus den Early Years eben, wo er noch kurze Haare hatte, noch nicht diese Fußballfrisur. Ist sicherlich interessant, AJ Styles einfach einer der krassesten, besten, technischsten Wrestler überhaupt, die es so gibt. Das T-Shirt, ja, das T-Shirt, lassen wir mal kurz T-Shirt sein. Gucken dann mal hier hin. Hier ist ein Kaimba Last Kick Kalender. Da wird sich die Mama auf jeden Fall freuen. Da ist ein Kalender drin für 2022. Das ist aber schön. Die Mama muss nämlich immer einen Kalender kaufen. Guckt euch das mal an. Hier im Januar, da habt ihr schon unseren leckeren Dean Ambrose. Ne? Der Dean Ambrose, beziehungsweise heißt er ja da wieder John Moxley, habt auch große Felder, um was reinzuschreiben. Also, ob ich den meiner Mutter noch gebe für das nächste Jahr oder meiner Tante, die freuen sich bestimmt. Dann kommen wir weiter hier in den Februar, da ist sie, die alte Sau, da ist die Becky Lynch, guckt sie euch an.
Ja, guckt da nicht, die kriegt schon genug Aufmerksamkeit, guckt da nicht hin, das ist egal. Dann haben wir hier im März bei AEW hier, da habt ihr den, das müsste dann, also erstmal ist es hier der Daniel Bryan, also der Bryan Danielson, das dürfte der, ich glaube das Match habe ich sogar geguckt, ich gucke nicht so oft AEW, deswegen, wer ist der denn jetzt hier, der ganz oben jetzt stand und den Gürtel hatte, mein Gott. Den AEW-Gürtel und da liegt er und da kriegt er in die Fresse reingetreten. Also, ihr wisst, wen ich meine. Wunderbar. Ich komme nicht auf den Namen. Ihr kommt auf den Namen, ihr wisst das schon. Hier habt ihr im April den Roman Reigns. Den Roman Reigns. Ne? Den Aquaman in der Wrestling-Szene. Dann haben wir im Mai den Sting. Ne? Das Sting ist auch dabei. Hier auch passend wieder mit einem Schwarz-Weiß-Bild. Also der Kalender ist auf jeden Fall richtig cool. Dann hier, Juni, da ist er auch. Ne? Der Malakai Black, guckt euch das an. Sieht aus wie bei Wrong Turn, diesem neuen Film, das Titelbild. Oder sieht aus wie bei Donnie Darko, aber nein, es ist der Malakai Black. Ali, nicht die DVD gucken jetzt. Wir haben jetzt keine Zeit. Dann kommt Juli, mein Geburtsmonat. Jetzt habe ich mich schon richtig gefreut. Packen sie da die alte Tüte rein. Aber ja, das ist übrigens die Cousine vom Snoop Dogg. Deswegen ist der hier Entrance-Song ja auch vom Snoop Dogg. Die heißt, glaube ich, Sasha Banks. Hä? Das müsste die Sasha Banks sein, wie sie guckt, so richtig. Also da habe ich schon gedacht, die Juli wird auf jeden Fall abgehen. August, komisch, da legen sie wieder zu. Da kommt nämlich der CM Punk. Der CM Punk, das ist der Jake Gyllenhaal aus der Wrestling-Szene. Ne? Ja, ihr werdet weder den einen noch den anderen kennen, wenn ihr keine Wrestler seid. September wird nochmal abgerissen mit dem Demon, mit dem Finn Bella als Demon-Version. Man sieht einfach nur Rotkraut. Mehr erkennt man da wahrscheinlich nicht. Ali, Schatz, was ist denn da oben immer zu? Dann habt ihr hier, oh, das ist was für ein Iswo. Oktober, da brennt's wirklich jetzt. Oktober und da ist der Edge. Guck dir den Edge an. Aus dem, mit seinem Brut Entrance. Ja, Adi Schatz, wirf's nicht um. Was kratzt du denn immer zu da rum mit deinem dicken Edge? Okay, November haben wir hier, im November haben wir noch. Wieder von AEW jetzt, ne? Der hat, glaube ich, auch erst gewechselt. Ist das der Adam Cole oder wie er hieß? Also wieder so ein Kohlsalat, nachdem wir schon den Rotkraut hatten. Und Dezember. Ja, das Dezember ist jetzt... Da wird auf jeden Fall gefeiert. Jetzt habe ich hier gar keine Ahnung. Das ist auch aus dem AEW-Ring. Da steht eine Gruppe von Peoples und... machen da halt was. So, jetzt habt ihr das wieder hier. This calendar is an independent publication and in no way associated with any performer or company. All photos are the sole property of Kimbaleskik and used with her express permission. Also, der steht nicht im Zusammenhang mit WWE, AEW, irgendwelchen Indie-Ligen oder anderes. Die haben die Fotos einfach gemacht und geklaut und veröffentlicht. Das ist der Kalender für Dings. Also, das ist schon ein Highlight, weil du hast wirklich das ganze Jahr über was davon. Weiter haben wir hier noch, das stehen wir noch hier drin. Das ist jetzt hier das Autogramm von diesem Mal. Da ist ja immer auch eine Autogrammkarte drin, ein Bild von einem Wrestler mit Unterschrift. Diesmal dieser Herr. Hier sieht man die Unterschrift. Und ich habe keine Ahnung, wer das ist. Kennt ihr den? Das ist der, mein Nachbar, genau. M. Kirsch. Der ist auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht mal, wo das ist. Vielleicht ist das von TNA, vielleicht ist es von was anderem. Aber dafür gibt es ja auch immer hier. Dieses Heft, wo natürlich das ist die Itemlist immer, wo dabei steht. Hier, ja, ich bin ja total betrunken. Ja. Da steht immer drin, was alles dabei ist. Das werde ich euch jetzt gleich einfach mal sagen. Das Good Brothers Exclusive T-Shirt, das liegt noch hier unten, das zeige ich euch gleich.
Botchamania Vinyl Figure, die ist da nicht drin, weil ich die kleine Box habe. AJ Styles Best of the Early Years DVD ist dabei. Martin Kirby, Hands sein Foto, also das ist Martin Kirby. Dann Heartbreak Sander Label Pin, der ist da auch nicht bei mir. 2022 Pro Wrestling Kalender ist am Start. Brood Y Poster ist bei mir auch nicht drin. Wie gesagt, ich habe die kleine Box und einen Monat Ignite on Demand. Das ist immer der Unterschied. Jetzt sehe ich auch, wahrscheinlich haben die das, habe ich das verwechselt, weil hier steht jetzt bei der Januar Crate Januar Rowdy Roddy Piper Exclusive Wrestler Worn Release Relic Inside. Also irgendein themenbezogenes Item zu Rowdy Roddy Piper ist im Januar da drin, der Hot Rod. Ich sehe die auch nochmal vom letzten Monat. Da könnt ihr ja dann immer ein Bild machen von euch mit dem T-Shirt, wenn ihr das T-Shirt anhabt. Und dann landet ihr vielleicht sogar hier drin in diesem Heft, in dieser Itemlist. Da Garmunro, Bornheel, Adam und Bastion Darren. Ich weiß gar nicht, ob das. Ist das auf Instagram oder sonst wie? Bei dem ersten sieht es irgendwie am besten aus. Der zweite, dieser Casto für Arme, da sieht es ein bisschen verloren aus. So, da hängt das einfach nur so rum. Der erste, der füllt das richtig gut aus. Und welches T-Shirt das eben diesmal ist, das wollen wir euch hier zeigen. Das ist nämlich jetzt noch übrig. Das heißt, wenn ich mich recht erinnere, kann ich in der nächsten Sendung dann dieses T-Shirt auswechseln, habe dann dieses an und wir machen die nächste Box auf. Jetzt ist es auch schon rausgefallen. Guck hier, guckst du ja, Mann, da die Schatz. Gallows und Anderson, zack, die Good Brothers, wer die nicht kennt. Das passt irgendwie auf jeden Fall alles dazu. Denn der Anderson und der andere, die waren ja zusammen mit dem AJ Styles schon in Japan unterwegs. Die waren bei der WWE zusammen die ganze Zeit. Die haben jetzt die WWE da verlassen, sind dazu AEW, machen da jetzt weiter. Heißen da jetzt die Good Brothers. Man kennt die also, die zwei Glatzköpfe. Ne? Ich habe die gar nicht so gerne gesehen bei WWE, muss ich sagen. Aber an der Seite von AJ Styles war das schon wirklich eine Macht. Also die wurden auch immer stark dargestellt, sage ich mal. Also guckt es euch nochmal an. Hier, der eine so, heute hätte ich gerne ein Bier. Und ich, wie, noch eins oder was? Das sind die Good Brothers. Und das ist das T-Shirt von den Good Brothers. Und das werden wir wahrscheinlich beim nächsten Mal anhaben. Das heißt, das war es jetzt von meiner Seite aus. Adi! Ja, die kugelt sich schon wieder da rum, wie so eine Wurst. Fall nicht runter. Kein Scheiß. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Adi, Schatz. Guck mal. Ja, los. Adi, du rutscht. Du rutscht. Nein, du rutscht. Gut, er hat sich gefangen. Alles gut und aus.